Ja Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Beim letzten Mal waren wir auf Omega und wollen dieses Mal erstmal im bei Mordin vorbeischauen. Und zwar hier bei unserem Forschungsterminal. Oh, die Upgrades, habe ich mir die schon angeguckt? Ah, das sind jetzt die, die wir schon haben. Ihre Upgrades überprüfen. So war das ja. Okay, forschen wir ein wenig. Waffen-Upgrades? Nein. Panzerungs-Upgrades? Nein. Prototypen. Ja, die M622 Avalanche. Die Technologie der Kryomunition wird zum Modifizieren von Standardmunition benutzt. Ein Abkühllaser verwandelt die Munition in Bose-Einstein-Kondensat, eine Masse ultrakalter subatomarer Partikel, die getroffene Ziele schlagartig einfrieren können. Die Wissenschaftler der Normandy haben eine neue Anwendung für diese Technologie entwickelt. Durch Erzeugen einer Masseneffektblase ist eine weitaus stärkere Waffe entstanden, die gegen Panzerung, Schilde und biotische Barrieren effektiv ist. Sie trägt den Namen Kryoblaster. Forschung. Natürlich. Oh, den können wir eigentlich mal ausprobieren. Aber was fehlt uns denn bei dem anderen alles? Hatten wir nicht irgendwas? Schrotflinte. Erfordert ein Schrotflinte-Schaden-Upgrade zum Freischalten. Hä? Huch. War das nicht Schrotflinte, was wir gekauft haben auf Dings? Aber Sturmgewehr? Sturmgewehr, schwer. Schrotflinte-Schaden, okay. Ja, gut, anscheinend fehlt uns hier trotzdem noch was. Na gut, ein Schadens-Upgrade erfordert es wahrscheinlich noch. Kostet auch eh viel zu viel Platin. Erfordert. Ach, natürlich, wir könnten die Schilddurchdringung machen. Ich wusste doch, dass da noch was war. Haben aber zu wenig Platin. Natürlich haben wir zu wenig Platin. Da muss ich dann, das ist jetzt die letzte Folge in der Aufnahmesession, also in der nächsten Folge am Anfang werde ich dann hoffentlich wieder ein bisschen was gescannt haben. Hab ich was? Nö. Okay. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Kodex. Oh, um den Kodex. Die Partikel, die M622 Avalanche, befindet sich noch im Experimentierstadium und erzeugt ein Bose-Einstein-Kondensat innerhalb einer Masseneffektblase, die beim Aufprall zerplatzt. Das Kondensat wird verspritzt und bedeckt das Ziel mit einer Flüssigkeit, deren Temperatur nahe am absoluten Nullpunkt liegt. Die Avalanche ist derzeit noch ziemlich unzuverlässig. Manchmal wird das Ziel nur mit Eis überzogen, sodass entblößte Haut verunstaltet und Panzerungsgelenke eingefroren werden. Die niedrigen Temperaturen können elektronische Geräte wie Emitter von kinetischen Barrieren schädigen und sogar zum Systemausfall führen. Im anderen Extremfall friert die Avalanche Fleisch und Knochen vollständig ein. Und das erkaltete Blut sprengt die Venen. Manchmal zerspringt derart eingefrorenes Gewebe auch einfach. Okay, klingt nach Kryomunition nur für schwere Waffen. Mehr oder weniger. So, ich wollte aber eigentlich im Tagebuch gucken. Genau, verschollener Agent. Ein verschollener Cerberus-Agent wird angeblich in einer Eclipse-Basis auf dem Planeten Lorek. Oh, im Omega-Nebel, da sind wir doch gerade. Das passt doch ganz gut. Dann gehen wir da mal hin. Nee, abdocken, nicht andocken. Fatah, da war das. Haben wir auch noch jede Menge zu scannen. Zack. Gucken wir mal. Umlaufbahn anfliegen. Anomalie geortet. Lorek, da sind wir schon richtig. Allgemeine Notruf. Senderautomatik abgebrochen. Analysepunkt
Hier sehen wir jetzt, dass wir hier Platin abbauen könnten. Ich will mich aber erstmal um die Anomalie kümmern. Allgemeiner Notruf. Da. Sendeautomatik abgebrochen bei Analysepunkt ACU655321. Status des Systemanwenders unbekannt. Allgemeiner Notruf. Sendeautomatik abgebrochen okay. bei Analysepunkt. Sonde gestartet. Abscannen tue ich das System dann offscreen. Die Scanner haben etwas gefunden. Na dann landen wir mal. Ich weiß nicht, ob ich die Mission jetzt in der Folge noch schaffe. Viertelstündchen noch. Mal gucken. Hab keinen Plan, wie lang die Nebenmission ist. Da es um Cerberus-Agenten geht, möchte ich das mal ein bisschen authentisch gestalten und Miranda und Jacob mitnehmen als offizielle Cerberus-Angestellte. 2 Punkte. Miranda 6 Punkte. Erstmal den Cerberus-Offizier. Cerberus-Anführerin. Mirandas Koordination des Teams gewährt dem Waffenschaden der Gruppe einen erhöhten Bonus. Schon mal gar nicht so schlecht. Gesundheit plus 20, Waffenschaden plus 25, Gesundheit der Gruppe plus 7,5, Waffenschaden der Gruppe plus 15. Ist auch nice. Cerberus-Taktikerin. Mirandas taktische Führungsqualitäten lassen niemanden im Stich. Die Gruppe erhält einen erhöhten Gesundheitsbonus. Gesundheit, okay, da ist einfach nur Gesundheit und Waffenschaden vertauscht. Ich möchte den erhöhten Waffenschaden für die Gruppe. Also den höheren Waffenschaden als Gesundheitsschaden, so ist es richtig. Und die Überlastung bringen wir auf Rang 2. Jacob, Cerberus-Agent. Mal gucken, was er uns anzubieten hat. Den Cerberus-Veteran. Durch seinen Überlebensinstinkt und seinen starken Lebenswille ist Jacob noch schwerer zu töten. Plus 40% Gesundheit, plus 18% Waffenschaden. Jacobs Erfahrung beim Neutralisieren von Feinden erhöht seinen Waffenschaden. Gesundheit plus 30, Waffenschaden plus 25. Ist hier wieder 55 und hier 58. Ja, da geben wir auch das Ausgeglichene zwischen Gesundheit und Waffe, denke ich, den Spezialisten. Und die Brandmunition auf 2. Sehr schön. Damit hätten wir die beiden auch geskillt. So, jetzt gucken wir nochmal in die Waffen rein. Da das hier jetzt noch ein bisschen dauert, werde ich die Mission wohl in der Folge leider nicht mehr schaffen. Wir packen mal die Avalanche ein. Einfach wegen Isso. Hier gibt es aber nicht die Carnifex-Kollege, sondern die Predator. Schrotflinte, joa, lassen wir die Mordi Schrotflinte. Miranda, du hast auch noch die Carnifex. Da sollte bitte auch die Predator sein. Okay. Na dann, gucken wir mal. Sieht ja freundlich aus. So, erstmal Kryomunition auf die Pistole. Kryomunition auf die Sniper. Dankeschön. Bei Miranda, du hast... Nee, du bitte die schwere Pistole und bei Jacob bitte auch die schwere Pistole. Wechselt sie, verstanden. Ja, wechselt mal die Waffen und dann kriegst du noch die Brandmunition drauf. Ruhig bleiben und dann speichern wir mal. Meine Herren. Hat sie im Tagebuch was getan? Hat sich nichts getan. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Gestohlene Daten beschaffen. Nee, wir sind noch nicht aufgeflogen. Zack. 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 Einmal bitte die Verbrennung. Einmal bitte den Kopfschuss.
Bam! So muss es sein. So. Eclipse! Einer weniger! Was ist denn hier los? Headshot! So. Feind am Boden. Na, dann würde ich ja mal sagen, speichern wir, denn Feind ist nicht nur am Boden, sondern Feind ist tot. Okay, können wir die Gefängniszelle umgehen, aber hier wollen wir uns doch natürlich erstmal ganz genau umgucken. Tür untersuchen. Diese Tür ist verschlossen. Na klar. Diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Hoho. Hoho. Voll was anderes und so. Habt ihr keine Muni gedroppt, Kollegen? Na, wenigstens etwas. Ah, hier liegt auch noch was. Sehr schön. Sicherheitskonsole auf Logs zugreifen. ID des Subjekts. Leitung des Verhörs Corporal Giro. Subjekt Cerberus Agent Tyrone Rawlings. Eclipse hatte Agent Rawlings schon seit einiger Zeit im Visier. Wir wissen, dass Rawlings etwas mit den verschlüsselten Daten zu tun hat, die wir beschafft haben. Sie beweisen eindeutig die Beteiligung von Cerberus an Rachni-Experimenten. Wir glauben, dass Rawlings den Code zur Dechiffrierung der Daten kennt. Ohne diesen Code würde Eclipse für die Entschlüsselung Jahre brauchen. Okay, Subjekt gefangen genommen. Es war schwierig, Agent Rawlings gefangen zu nehmen. Er hielt sich an Bord eines Schiffs mit Kurs Richtung Attika-Traverse auf und hatte das Vertrauen der Besatzung gewonnen, die ihn für ein hohes Tier der Menschen auf Erkundungsmission hielt. Unsere Agenten konnten die Verteidigung des Schiffes lang genug blockieren, um Agent Rawlings zu übernehmen. Wir haben dabei zahlreiche Männer verloren. Hoffentlich sind die Daten den Aufwand wert. Subjekt verhört. Das Verhör ist gescheitert. Trotz Aufbietung unserer modernsten Technik ist es Agent Rawlings gelungen, unseren Fragen auszuweichen. Bei Anwendung nachdrücklicher Methoden zeigte sich, dass er auch dagegen resistent war. Letztlich führte die verstockte Haltung von Agent Rawlings zur Erhitzung der Gemüter. Und wir bedauern, dass er nicht lange genug überlebt hat, um uns den Code auszuhändigen. Na super. Unsere Männer arbeiten jetzt an der Dechiffrierung. Solange die Daten in unserer Hand sind, stellt allein ihre Existenz ein mächtiges Druckmittel gegen Cerberus dar. Ich hätte die Daten gern, weil Druckmittel und Cerberus und so. Gefängniszellenzugang. Umgehen. Starte Umgehung. Euch beide. Euch beide. Euch beide. Und euch beide. Fertig. 375. Bereit zum Kampf. Credits? Gute Reise. Voll die Tarnung. Bams. Auf meinem Schirm. Bams. Oh, hab ich verfehlt, glaube ich. Magma, Es ist mir ein bisschen hektisch fürs Snipern. Wobei, geht ja ganz gut. So, oh, hier haben wir jetzt was Dickes. Was hast du eigentlich hier? Pass mal auf. Wo ist denn der Typi? Da. Ziel wird von Barriere geschützt. Ach, da geht das natürlich nicht. Ist ja richtig. Ich tarne mich mal ganz taktisch, wie ich bin. Bams! Oh, daneben. Oh, da kommt eine Rakete angeflogen. Und wir sind beim Sniper out of range. Bitte einmal Verbrennung. Ich
ob ich mal die schwere Waffe ausprobiere, einfach mal so. Das hat wehgetan. Das war's für dich. Perfekt. Wir haben schwere Waffen. Und ich bin absolut bereit, diese auch einzusetzen. Alles gut? Alles gut. Hör, warum liegt denn hier Munition rum? Na gut, soll mir recht sein. Wir laden nach. Und... oh ja. Gucken uns genauer nach Munition um. Oh ja. 1, 2, 3. Dankeschön. Dann laden wir kurz die Sniper nach, damit wir da auch ja genug Munition sammeln können für. Und da uns nicht ein Schuss durch die Lappen geht. Jetzt können wir hier raus und wir können hier raus. Gibt es hier sowas wie eine Karte? Unser Ziel ist dort entlang. Ja, dann gehen wir natürlich, nachdem wir gespeichert haben, hier lang. Und finden raffiniertes Platin. 800 Platin. Super, das war's hier schon. Dann müssen wir wohl hier lang. Ach, wisst ihr was? Wir machen beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weiter. Dann kann ich leider offscreen nicht scannen. Aber gut, das kriege ich dann schon irgendwann mal hin. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir umgehen beim nächsten Mal diese Tür. Und gucken mal, was uns dahinter erwartet. Ob wir da schon den verschwundenen Cerberus-Agenten finden. Oder ob wir uns noch durch ein paar Eclipse-Soldaten ballern müssen. Keine Ahnung. Also, bis morgen. Ciao, ciao.